Aber der hat eh kein Herz. In Kapitel 5 wird es dann wieder Leute geben, die wieder Herz haben. Oh Gott, ich krieg eh noch jede Menge Schrott, wenn ich die ganzen Gardisten irgendwann alle töten werde. Also das ganze alte Lager ausrotte. Die werde ich nämlich auf keinen Fall am Leben lassen, diese Verräter. Auf jeden Fall kriege ich dann jede Menge Schrott. Dann ist mein Inventar echt ziemlich voll mit Schrott. Wie früh ist es denn? Oh, es ist gleich 7, jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich will nämlich noch schlafen irgendwann. Schnell zu Lester und ihm Bescheid sagen. Ich hoffe, ich muss da nicht noch zu Diego. Oh, falsch. Hier will ich hin. Ja, ich glaube, das reicht dann schon. Wenn ich jetzt nämlich noch zu Diego laufen müsste. Hey, habe ich eigentlich... Ich glaube, ich habe Scorpio. Ja, ich habe Scorpio, glaube ich, sein ganzes Erz abgenommen. Und Cavalon hatte irgendwie kaum welches. Um nicht zu sagen, gar keins. Gibt's eigentlich noch irgendeinen, der mir irgendwann irgendwie... Oh, Moment. Ich weiß... Oh Gott, ich weiß, wann ich ins alte Lager endlich kann. Aber das dauert noch echt ewig. Bis dahin muss ich die magische Erzrüstung haben. Das heißt, ich muss erst einmal im Tempel des Schläfers gewesen sein. Das dauert ja echt noch ewig. Stimmt. Ich glaube, wenn ich die Erzrüstung hole, dann finde ich die Rune, mit der ich mich ins alte Lager teleportieren kann. Also muss ich mit der Fremde noch ziemlich viel Zeit lassen. Naja, wenn ich dann Urizee habe, dann renne ich da kurz durch. Vermutlich. So, jetzt aber ganz schnell zu Lester. Mann. Oh, die Bergfristung sieht ja schon cool aus. Ich will nicht, dass es nach 8 Uhr ist, wenn ich endlich da bin. Dann lohnt sich ja gar nicht, dass ich hier so rumsprinte. Wie viel Uhr haben wir? 7.20 Uhr. Gut, dann lese ich die Bücher doch schnell morgen früh. Wenn ich mich geistig und seelisch darauf vorbereite, zu Xardas zu gehen. Muss ich ja das ganze Orkgebiet. Vielleicht soll ich mir doch irgendwie eine bessere Waffe besorgen. Da Scorpio ja im Moment die besten Waffen im Spiel hat, werde ich mir dort vermutlich ausnahmsweise endlich meine Waffe kaufen und eine Armbrust und so. Zumindest die beste Einhandwaffe im Spiel. Ich glaube zumindest, dass er der Einzige ist, der was Gescheites hat. Außerdem ist Berserkerwort einfach schlicht und ergreifend die beste Waffe. Die beste Einhandwaffe. Mit Ausnahme von spezifischen. Wie zum Beispiel Scars Schwert oder Arthurs Schwert oder sowas. Oh nein, sag mir bitte nicht, Lester ist unten. Ich bin gerade umsonst diese ganze Treppe hochgestiefelt. Hey, Leiter. Lester, wo bist du? Oh, scheiße. Wenn ich den jetzt noch ewig suchen muss, dann... Oh nein. Bis dann muss ich im Bett sein, Leute. Wieso laggt das jetzt wie verrückt? Das ist jetzt gar nicht gut. Lass mich durch. Oh nein, da würde ich ganz sicher nicht laden. Ja, leckt schon das Speichern. Jetzt bin ich echt umsonst da hochgestiefelt. Jetzt muss ich mich auch beeilen. Hep, hep, hep. Oh, das Laggen hat fast aufgehört. Ich wollte sagen, es hat aufgehört, aber dann hat es wieder geleckt in dem Moment. Hier müsste er doch sein. Ja. Schnell! Na toll, es reicht ja nicht mehr hier.